der Nähe eines alten Steinkreises habe ich eine Frau namens Velandrae getroffen. Den Bewohnern der Insel scheint sie unheimlich zu sein, ich aber finde sie ganz nett. Ja, vor allem in dem güldenen Kreis. Übrigens, herzlich willkommen und grüß Gott auf der Insel Chorus. Velandrae kann nicht mehr ihre Studien am Steinkreis betreiben, weil sich dort Goblins, Waage und so weiter. Wir sehen das ja hier schließlich. Na, das heißt also, da hinten ist die, sag schon, das Zelt, glaube ich, von ihr, hinter Dandolo. Und ja, und da müssen wir mal hier so ein bisschen reinigen. Nicht zu plündern. Starker Wolf, gucken. Da ist nicht zu holen. Mehr. Da ist nicht zu holen. Nichts mehr, auch nichts mehr zu holen. Was haben wir hier? Irgendwas Graues? Ein Dunkelpilz. Da ist nicht zu holen. Den habe ich auch schon. Okay, aber gucken, was wir hier in dem Zelt finden. Auf jeden Fall ganz viele Dunkelpilze. Da hinten noch. Nur ein Fels, ne? Ja. Oh ja, ein Warg. Ah, den hat Dandolo schon fertig genatzt. Oh. Nicht hin. Nicht kaputt machen, mich nicht kaputt machen. Kaputt machen von Dandolo. Da ist nicht zu holen. Oh, das ist zu holen von dem. Okay, dann der junge Wag. Nicht kaputt machen. Schön. Also, warte mal. Ja, ist gut. Ich wollte dich gar nicht. Lass mal hier ein bisschen die Goblins looten. Nicht zu holen. Hier ist noch einer. Ah, den haben wir schon. Danke, dass du mal ein bisschen aus dem Weg gehst. Nicht zu holen. Gut. Hier ist der Steinkreis. Hier gibt es Heilpflanzen. Die kann ich ganz schlecht sehen. Aua, nicht stechen. Gut, okay. Man kann das auch nicht immer gut machen. Oh, das ist aber ein niedriges Zelt. Oh, dann... Oh, Vorsicht. Dandolo flippt hier wieder aus. Bevor das passiert, werde ich die sicherheitshalber abspeichern, sonst... Baut er mir noch ab. Was haben wir denn hier für Studien? Ein Tisch und ein Bett. Das war's. Mehr auch nicht. Das ist ja nett für die nette Velandrae. Jetzt komme ich hier nicht raus. Doch. Man kann ja nur im Blindflug raus. Sorry, liebe Leute. Zelt ist ein bisschen klein. Wahrscheinlich so klein erschien die Velandrae mir gar nicht. Okay, weiter geht's. Boah, am Steinkreis. Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist auch sehr, sehr dunkel hier. Da muss ich wohl hier mit ihm in der Dunkelheit rummachen. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, mach kaputt. Los, was hat er kaputt gemacht? Feldknöderich wächst ja hier. Und in der Dunkelheit... Da ist nicht zu holen. ...mit Dandolo zu jagen, ist natürlich auch müßig, weil dann sehe ich kaum was. Dann kann ich hier alles nur noch genauer abscouten. Als es sowieso schon so schwierig ist. Ja, okay. Danke dir, Dandolo. Also, hier sind die jungen Warge. Ah, schöner Sonnenuntergang unterhalb der Meeresoberfläche. Auch schön. So, dann haben wir hier einen Leuchtturm. Und hier geht ein Weg. Nee, geht kein, oder? Nein, das sieht nicht nach Weg aus. Und das ist der Leuchtturm hier. Mhm. Hier kann man bestimmt... Nee, das ist Flavor-Gerber. Das ist nur ein Flavor-Ständer zum Gerben von... Feuernessel. Gucken, was da drin ist. Und dann... Jesus Christ. Ich war so geschockt.
Es gibt 4 Stufen des Waffenschärfens. Mit dem Meisterschliff kannst du auch alle Stichwaffen schärfen. Das ist doch schön. Ja, so unter dem Spiel auch mal ein bisschen Infotext bieten. Also hier sind also Orkis versteckt. Mhm. In dem Turm. Das hat mir auch dieser, na wie heißt er, Theodoris oder wie er hieß, neben Valandrea gesagt. Hat mich ja vorgewarnt. Also, und das habe ich natürlich wieder vergessen. Ich dumpfte Pratzenkack. Na. Oh, ich muss auch mal ein bisschen selber Kritik an mir üben. So sieht's ja nicht aus. Okay. WLAN. Sandolo, was turnst du da rum? Hier ist keine Sporthalle. So weit entfernt. So, aufmachen, abhauen. Und gucken, was passiert. Oh, jetzt bleiben sie ruhig. Na, guck. Aha. Jetzt. Guck das mal an. Geht er rein? Geht rein. Was macht er denn hier? Uns das mal hier aus der Nähe an. Nein! Nicht schon wieder! Manometer! Das ist Dandolo wieder futsch oder was? Wo bist du denn, Dandolo? Ah, toll. Der bleibt hier hängen. Tolle KI, wenn man sie mal braucht. Oh, gemein. Jetzt habe ich 2 auf dem Hals, im Nacken. Dandolo. Oh, ich gehe jetzt auch hier noch in die Höhle, in den Turm des Löwen rein. Da oben ist bestimmt auch ein... Bleib doch da nicht stehen hier. Ja, okay, das war's. Da bin ich natürlich in eine sackende Gasse gegangen. Nee, ich dachte, ich könnte da irgendwie lustigst ausweichen. Ja, Dandolo bleibt da hängen, das ist jetzt doof. Oh, Glück gehabt. Er hat was gemacht, der Dandolo. Ich wollte mal was essen. Ja. Mensch, wo ist der Dandolo? Ah, die nerven mich, die Orks. Okay, er ist noch aktiv. Dandolo ist noch aktiv. Hier ist niemand. Ich will hier drauf. Naja, bei der Gelegenheit erstmal ein Tränkchen trinken. Okay. Hört sich gut an. Da bist du ja, mein Retter, Dandolo. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was es hier alles gibt. Eine Holzschale, das ist was ganz Neues. Okay, erstmal was essen. Komm, Dandolo, wir machen erstmal Abendessen. Dann haben wir hier noch eine Truhe, was ist drin? Ein Brot, Gletscherquarz und ein bisschen was zu... Kaufen, nein, ein bisschen was zu konsumieren. Goldmäßig. Eine coole Sache, das. So, Kruschpach. Nicht zu plündern. Okay, Jäger. Ein Stängel Sumpfkrauten. Nicht zu holen. Du bist ja nichts zu holen. Da ist was zu holen. Sag mal, wieso hast du die hier oben? Nicht zu holen. Naja, gestapelt hat er so. Vor irgendwas passiert, lieber abspeichern. Lass uns mal in den obersten Stock gehen. Komm her. Danke. Kann nämlich sein, dass noch was auf uns wartet. Das ist ja lustig. Warte mal, wo kommen wir denn hier hin? Zwischenspeicher. Zwischenspeicher. Ja, früher hat man Wacholder. Schneller Hering. Ah ja. Holzbäsche.
Fall, dass ich dem Dandolo nicht anweisen kann, dass er schlafen soll, damit ich auch schlafen kann und er wieder verfügbar ist. Ja, ich muss den Dandolo hier wieder auf die Treppe locken. Da ist wer. Da ist wer. Da ist wer. Hör ich doch schon. Herkommen. Danke dir. Ja, man muss ein bisschen erziehen hier. Die Follower. Guck mal, Dandolo. Kriegst du den? Okay. Jetzt geht's mal wieder raus. Es dämmert noch nicht. Müssen wir hier noch mal ein bisschen aufräumen. Oh. Hier noch mal um den Turm gucken. Da. Feuerkrauten. Jawohl, ein bisschen Gold. Wie viel Gold habe ich denn insgesamt? 5896. So, oh, ich brauche nicht mehr viele Erfahrungspünktchen. Ach ja, ich würde ja am liebsten pennen, aber ich möchte den Dandolo nicht verlieren. So, was haben wir denn hier noch zu liegen? Mit dem Orkjäger. Der liegt so lustig auf dem Stein rum. Herrlich. So. Müssen wir hier noch den Bereich irgendwie. Ja. Danke dir. So, das dürftest du sein, der starke Wolf. Ich bin echt am Überlegen, da nicht was mache. Ja, vielleicht geht mir später ein Licht auf oder vielleicht auch jetzt schon. Weil es ist ein bisschen anstrengend, das Ganze zu sehen und deswegen. Wird euch ein Licht aufgehen oder besser gesagt mir. Vielleicht können wir ein bisschen mehr gucken hier. Das erleichtert doch die Sache ungemein. Ich kann die Feuernessel besser sehen. Heilpflanze. Na, was willst du? Okay. Dandolo. Mein Retter. Riesenratte wurde schon gekillt. Starker Wolf. Butlerfleisch. Da hinten springt noch was rum. Oh, ist das viel Zeug da hinten. Ja, am Baumstamm. Ja. Am Baumstamm nichts als Zunderschwamm. So ein Mist jetzt aber auch. Meine Herren. Auf einmal, ich habe nur das Stampfen gehört und habe nichts gesehen. Also, das. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht zu holen. Also. Nochmal gucken hier. Wo habe ich. Ja, hier ist auch eine Heilpflanze. Oh, Blauflieder, auch gut. Das wird lustig. Also, da war irgendein Troll oder sowas. Aber ich habe ja. Stumpfe, ja, eine kleine stumpfe Waffe habe ich nur. Okay. Ja, richtig. Die Situation kannten wir bereits. Warte, so. Und da war dann dieser. Warte mal, guck mal, was das für ein Troll war. Oder Golem. Kann ja alles sein. Okay. Waldgolem. Ach, so ein Waldgolemsche wieder. Mhm. Ich habe keinen starken Feuerpfeil. Deswegen ist das Quatsch. Dann machen wir es anders. Heben wir unsere Fackel wieder auf. Und dann. Dandolo haben wir ja im Anschlag. Gehen ganz langsam hin. In die Richtung. Und da kommt er auch schon. Oh, 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 oh. Hau doch ab.
Okay. Müssen wir die Schlacht mal sehen hier. Weil, oh, der hat zu tun, der. Dandolo und der Waldgolem. Hohoho. Ich habe auch keine Golem-Rüstung an. Ach ja, die könnte ich auch mal probieren. Mich Dandolo dann anflaumt, weil ich wieder die falschen Klamotten trage. Ja, Leute. Hier sehen wir einen ganz spannenden Kampf zwischen dem Waldgolem und Dandolo. Ja, Dandolo ist noch voll Energie und wir müssen uns mal ein bisschen hier außerhalb des Kampfbereiches. Und kommt der Waldgolem auf uns zu, weil. Und schon wieder im Archipo. Auf zur dritten Runde. Nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, stirbt der dritte. Okay. Da ist er. Und abhauen. Und sicheren Abstand nehmen. Okay, bleibt mal schön hier. Genau, richtig. Oh, auf zur Runde 2. Dandolo gegen den Waldgolem. Vielleicht kann ich den auch mal ein bisschen hier, naja, nicht in den Baumstumpf schießen. Ja, der macht ja kaum Schaden. Der Pfeil. Nee, das warte ich lieber ab. Das warte ich lieber ab, liebe Leute. Ich möchte den Kampf beleuchten hier. Hallo, nimm doch mal die Fackel auf. Ja, und weiter geht's. Du liebes Leute, das war ja wohl nix. Den einfach über die Lippe geschubst, geschmissen. Sorry, das war echt eine geile Situation. Der arme Dandolo, der muss immer hinhalten, herrlich. So, wo bist du? Ja, da ist er. Und abhauen. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Und zwar von dem Baumstumpf hier. Ein harter Kampf zwischen Dandolo und dem Waldgolem. Ja, es wird schon wieder weggekickt. Hä? Oh, Dandolo konnte sich wahrscheinlich befreien. Ja, da ist er wieder. Da ist er. Oh, ein Glück. Dandolo ist noch am Leben. Er wird aber gleichzeitig von mehreren angegriffen. Die aber auch so nebenbei mal wegkillt. Das sehen wir an unseren Erfahrungspunkten, die wir bekommen. Und jetzt scheinen beide wohl irgendwie in eine Ringpause gegangen zu sein, weil sie jetzt sich irgendwie erholen und pausieren. Doch was ist das? Dandolo, mach mal bitte weiter, ich spreche dich mal an. Nein, es passiert nichts. Es bleibt stehen. Ich kann auch den Waldgolem nicht ansprechen. Ja, was soll er denn auch sagen? Ach so, ein schwarzer Goblin. Oh, die sind alle drei. Oh, ist das eine Singularität? Die temporale Singularität? Die alles erstarren lässt, nur mich nicht? Ah, da ist er schwarz. Nicht zu holen. Okay. Dandolo, bitte sag was. Mach was, tu was. Waldgolemchen sagt auch nichts. Dann werde ich mal auf den Waldgolem eindreschen. Okay. Die Pause-Taste ist jetzt gedrückt. Aber was ist mit Dandolo? Er bleibt da oben hocken. Auf was schießt er denn da? Aber nicht auf den Waldgolem. Ja, jetzt sind sie beide wieder endlich mit sich beschäftigt. So muss das sein. Und da liegt meine Fackel. Gut, okay. Der Schauplatz ist beleuchtet. Das ist natürlich eine sehr gute Ausgangsposition für unsere Zuschauer hier. Ja, ich glaube, Dandolo hat auch den Vorteil, dass er auf dem Felsen steht, auf einem Felsrand. Und der Golem seine Mühe hat, den Dandolo doch irgendwie noch von der Klippe zu werfen, zu schmettern, zu reißen, zu schubsen. Schauen wir mal, gehen wir mal ein bisschen näher an die Lage ran. Eine Heilwurzel. Oh mein Gott, Dandolo ist von der Klippe gehüpft. Das ist keine gute Ausgangslage für ihn.
Und er wird wieder da gegen die nächsten Felden geschmettert. Mein Gott, wer gewinnt es? Dandolo hat noch volle Lebensenergie. Der Waldgolem, ja, was ist denn mit dem Waldgolem? Er hat noch ein Viertel oder fast, ja, noch ein Drittel ungefähr an Lebensenergie. Dieser Kampf, wir wissen nicht, wie lange er dauern wird. Aber auf eines müssen wir gespannt sein, ob wir dann wieder der nachteilige Dritte sein werden. Wie in den vorigen beiden oder dritten Runden oder in der vorigen Runde. Ja, es sieht gut aus. Der Waldgolem, der wird immer schwächer. Der wird immer, immer schwächer. Und das ist schön. Okay, eine Waldbeere mal als Snack. Alter, wo ist denn jetzt die Waldbeere? Ich möchte ganz gerne noch statt Popcorn eine Waldbeere essen. Und der Waldgolem ist endlich da nieder. Das tut gut. Was gibt's denn? Holzscheiben und ein Baumstamm. Ah, schön, das ist was Neues. Dandolo, ich danke dir. Brauchst du einen Heiltrank? Nee, brauchst du nicht. Wir speichern mal eure ab. Das war ein harter Kampf. Herrlich, herrlich, herrlich. Mal als Zuschauer das zu sehen. Cool, so hat er das gemacht. Und hier ist noch meine Fackel. Was ist denn hier? Ein schwerer Ast. Ist noch Überrest von so einem schwarzen Goblin. Den nehmen wir mal mit. Das sind 10 güldige Gülden. Gülden. Waldmorchel. Alles da still. Dandolo, hörst du die Grillen? Nein, ich riech nix. Na, das mach ich doch gar nicht. Oh, komm, wir machen jetzt mal die anderen hier fertig. Ja, mach mal. Kümmer dich mal. Super. Bist du noch bei mir? Oh, komm hoch. Genau, wir müssen nämlich da hinten noch die ganzen schlafenden Scavenger wecken. Na, das läuft doch gut. Gucken wir mal weiter. Ah, hier gibt es noch schöne Kräutertjes. Valandre heißt sie. Ich habe die ganze Zeit immer Velandre gesagt. Das will ich hier nochmal an der Stelle und mal korrigieren. Ja, ein paar Waldmorcheln. Gucken wir mal ins Logbuch. Der Leuchtturm von Thaddäus. Auch hier habe ich jetzt den Namen vorhin vergessen gehabt. Ja, die Frau vom Alten, das ist Valandre, richtig. Hätte allerdings keinen Eintrag bekommen. Goblin von ihrem... die Goblins von ihrem Steinkreis zu verjagen. Aber was haben wir denn hier für lustige Sachen? Ein Eintopf. Ein Wolfsmesser. Jetzt muss ich mich mal eben orientieren. Wo waren die beiden denn? Die müssen doch irgendwie in die Richtung liegen. Besser gesagt, in dieser Richtung. Dandolo noch da. Dandolo ist noch da. Speichern wir mal kurz ab. Schwebt schon wieder eine Heilwurzel rum. Ja, hier sind wir richtig. Hier liegt ein gelber Haufen. Ach so, das ist die Valandre. Grüß dich. Aufstehen. Kann ich von dir einen Heiltrank bekommen? Also habe ich von dir einen Heiltrank bekommen? Tut mir leid, aber solange ich nicht... Ja. Erst wenn die Gobos weg sind, alles klar. Dann muss sie noch auf diesen nackten Boden schlafen. So, die Orks in deinem Leuchtturm sind Geschichte. Also, ja, das hätte ich ganz gerne vorher gewusst, ob ich alle Orks getötet habe. Oder ich hab's in... So, die Orks in deinem Leuchtturm sind Geschichte. Klasse, mein Junge. Du hast sie tatsächlich vertrieben? Mann, ja. Wie kann ich dir nur danken? Tja, da war doch die Rede von 100 Goldstücken oder so. Aber sicher, habe ich nicht vergessen. Hier hast du sie. So, und nun gehe ich wieder zurück zu meinem Leuchtturm. Du kannst mich ja mal besuchen, wenn du willst. Das werde ich machen, Thaddäus. Naja, im Kampf, im Eifer des Gefechts habe ich wahrscheinlich den Questeintrag mit den Orks nicht gesehen. Vielleicht geht jetzt auch hier etwas wieder. Man weiß es nicht. Nö. Man könnte höchstens ihren Geldbeutel stellen, das will ich aber nicht machen. So, Das heißt also,
es sind noch nicht alle Orks erledigt. Goblins erledigt. So, unser Dandolo kommt mit. Da wir hier sowieso den Weg kreuzen, streifen oder einige Kräuter noch mitnehmen können. Ja. Sie kann also nicht zurück zu ihrem Zelt, zu ihrem Steinkreis. Dann werde ich doch mal, wohl oder übel, nochmal eine Waffe ziehen, zu gucken, ob es denn Orks gibt. Gut, junger Warg. Ach, Warge, ja natürlich. Nächste Waage, vom Wagen war ja so vage die Rede, ne? Ja, perfekt. So, ist hier noch was in der Nähe? Als wären noch irgendwelche Wage zu finden oder Goblins. Ach, da ist er ja auch wieder am Liegen. Lieber Landré. So, hoffentlich geht das jetzt. Ich habe alles abgesucht. Ah, nee. Du kannst wieder zurück zum Steinkreis. Wunderbar, alles klar. Du kannst wieder zurück zum Steinkreis. Und was ist mit den Goblins und den wilden Tieren? Die Goblins und wilden Tiere werden dich dort nicht mehr stören. Ich danke dir. Nimm zum Dank diese Heiltränke von mir. Endlich kann ich wieder meine Studien fortsetzen. Das finde ich doch klasse. Und sie hat mir sogar Heiltränke gegeben. In diesem Sinne, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, bedanke mich für diese lustige Folge hier. Und ich sage ein Tschüss, ein Goodbye, gebt mir einen Daumen, macht einen Kommentar und genießt den Tag. Ciao.